Moin und ganz herzlich willkommen zu diesem Video hier auf meinem YouTube-Kanal Crossriegel. Und zwar, ja, zu dem lang ersehnten Video hier. Ich wollte euch nämlich meine neue Karre vorstellen. Und zwar wurde es genau die Erzberg Rodeo, richtig gesagt. Die KTM EXC 300er TPI Erzberg Rodeo Edition. Natürlich in der 2022er Edition hier brandneu. Oh, wie kam es jetzt eigentlich dazu, dass es einfach die Erzberg wurde? Und zwar so, da ich ja schon lange Pitbike-mäßig unterwegs bin und jetzt endlich mal was Größeres fahren will und auch ja so in den Enduro-Bereich schnuppern will, wollte ich auf jeden Fall eigentlich zum nächsten Jahre eine große KTM, war schon klar. Und da ich nicht wusste, was es so auf dem Markt gibt, bin ich einfach zum Händler gefahren und habe mir die Maschine so angeschaut, was schon vor Ort ist. Und da stichte mir gleich die Erzberg hier ins Auge. Aber dann bin ich erstmal so vorbeigelaufen und dann hat mir mein Bruder mir aufmerksam gemacht, ey, schau dir mal das Angebot an, was die so nicht alles dran hat. Und da war ich dann echt baff und habe mit den Händler geredet. Und da wusste ich nicht, soll es eine Zweitakter oder Viertakter werden. Und da ich bei einem Verkäufer eine gebrauchte Karre mir angeschaut hatte und der meinte, der Händler von ihm meinte, dass es bald vielleicht keine Zweitakter mehr geben soll, wollte ich auf jeden Fall noch den Weg gehen, der Zweitakter, weil ich da echt auch mit der Pro 5, sage ich mal, geile Erfahrung mache und das Fahrverhalten und klangmäßig natürlich Bombe ist. Und die ganzen Profis natürlich auch 300er Zweitakter fahren, macht man hier bestimmt nichts falsch. Also habe ich mich dann doch entschlossen, eine Zweitakter zu nehmen, auf jeden Fall auch eine 300er. Jetzt kommen wir mal dazu, wieso es eigentlich die Erzberg wurde. Und zwar ganz einfach, es gibt einfach von dem Ding nur 500 Stück. Das war schon mal so ein kleiner Anreiz, dazu so ein limitiertes Edition zu bekommen und einer der 500 Glücklichen zu sein. Weil der Händler auf jeden Fall meinte, die hatten nur 4, gab es jetzt in Berlin und ich konnte noch einer der letzten sein, im Einladen, die kaufen zu können und auch habe. Und ja, so klar könnte man jetzt die normale oder die Six Days. Six Days war jetzt nicht so mein Geschmack, aber da hat ja jeder seine Vorlieben. Und hier spricht auf jeden Fall das Dekor und Design auf jeden Fall voll zu mir. Also da kann ich mich noch nicht satt sehen. Kommen wir mal zum zweiten Grund, warum es die Erzberg wurde. Genau, wir haben hier das, nicht zu übersehen natürlich, das Red Bull Erzberg Rodeo Dekor drauf. Ganz speziell. Und ja, das spricht natürlich nach meinen Interessen. Also gefällt mir so, haben sie richtig gut gemacht. Das goldene, orangene, weiße Design. Hammer. Und ja, was haben wir denn alles so dran an der Erzberg? Ich gehe das mal ganz schnell durch. Wie gesagt, das Dekor ist drauf. Ja, also da kann ich dir nochmal zeigen. Echt hübsch. Bildhübsch. Wenn wir mal hier vorne hinkommen, haben wir auf jeden Fall die Factory-Räder drauf mit eloxierten Narben. Das lässt sich auf jeden Fall sehen, so wie ein Bremsscheibenschutz. Praktisch natürlich. Wir haben die Zurgurte dran und auch geschlossene Handguards. Die finde ich auf jeden Fall sehr praktisch. Das kann ich euch auf der anderen Seite zeigen. Der erste Sturz. Oh je, das kommt auf jeden Fall im nächsten Video. Und auch eloxierte Teile haben wir dran. Wir haben den Motorschutz schon dran. Wir haben hinten natürlich auch das Factory-Rad dran, sowie das eloxierte Kettenrad, Kettenzahnrad, wenn wir das richtig sagen wollen. Die Kettenführung, auch ein Powerpart. Ja, vergessen zu sagen, wir haben hier noch den eloxierten, orangenen, pulverbeschichteten Raben in Orange. Lässt sich auch sehen. Kommen wir mal zur anderen Seite. So, jetzt sind wir mal auf der anderen Seite, auf der Schokoladenseite meiner Meinung. Und zwar haben wir hinten auch den Zugurt, eine andere Sitzbank drauf. Hier das Factory-Rad nochmal von der anderen Seite. Wir haben eine volle Bremsscheibe, sowie den Bremsscheibenschutz hinten auch. Das lässt sich auf jeden Fall sehen. Wir haben hier auch wieder ein eloxiertes Teil. Ach, herrlich. Wir haben einen Lüfter drin, sowie auch andere Kühlerschutz. Ja. So viel dazu. Ich denke mal, ich habe auf jeden Fall was vergessen. Ich blende euch einfach mal die Liste noch mal rein. Ja,
ich finde auf jeden Fall, das lässt sich sehen. So sind wir bereit fürs nächste Jahr, für die kommende Saison. Und kommen wir mal zu den Änderungen am Bike schon dran. Der eine oder andere wird es schon vielleicht gesehen haben. Die dicken Halogenblinker sind auf jeden Fall raus und LEDs dafür rein. Hier muss man ein bisschen aufpassen, hier muss man Lastwiderstände einbauen, damit sie die normale Blinkgeschwindigkeit haben. Aber hier bei mir hat es wunderbar geklappt und lassen sich auf jeden Fall sehen. Sind sogar noch ein bisschen flexibel. Perfekto. Hinten haben wir auf jeden Fall. Ey. Hinten haben wir auf jeden Fall den dicken Kennzeichenhalter ab. Hier kommt ein Enduro Sport Kennzeichen ran. Und wer weiß, hier halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Hier wird noch vielleicht ein paar Power Parts oder noch Schutzteile angebracht. Dies werdet ihr aber dann in jedem Video dann dazu sehen. So, das war's von meiner Seite aus. Was euch auf jeden Fall erwarten kann mit der KTM ist hier pure Action, Lust und Spaß und vielleicht ein bisschen Schrauben auch, denn hier auf dem Kanal will ich euch auf jeden Fall ein bisschen mitnehmen und vielleicht auch mal was zeigen. Da kommt vielleicht das ein oder andere Video. Ja, ein bisschen Feedback würde mich freuen zu dem Video. Und wer hier nichts verpassen will zum Sturz und so, da sieht man auch ein paar Kratzer. Oh, fuck! Der kann aufs nächste Video gespannt sein. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ich muss mich nochmal entschuldigen zu dem dreckigen Bike hier. Ja, ich musste auf jeden Fall raus und die erste Tour hinter mich bringen. Sie ist jetzt keine Jungfrau mehr und ach, ich bin stolz drauf. Ich sag ciao.